Heute für euch der echte Grund, warum Lord Voldemort Harry Potter Neville Longbottom vorzog und Dumbledores dunkler Plan dahinter. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir erörtern, warum Lord Voldemort die Familie Longbottom nach der Prophezeiung nicht angegriffen hat. Derselben Prophezeiung, die unweigerlich das Leben von Harry Potter auf den Kopf stellte. Viele wissen, dass der Verlauf von Harrys Leben bereits vor seiner Geburt bestimmt wurde. Nur wenige Wochen vor seiner Geburt am 31. Juli 1980 gab es eine etwas unzulängliche Wahrsagerin, die eine authentische Prophezeiung abgab, die die Geschichte für immer verändern sollte. Trelawney hatte diese Vorhersage bei einem Treffen mit Professor Dumbledore in seinem Büro gemacht. Sie geriet während des Treffens in eine Art Trance-Zustand, obwohl es eigentlich nur ein informelles Interview für eine Stelle des Lehrers für Wahrsagerei in Hogwarts sein sollte. Die Prophezeiung lautet wie folgt: Der eine mit der Macht, den Dunklen Lord zu besiegen, naht heran. Jenen geboren, die ihm dreimal die Stirn geboten haben. Geboren, wenn der siebte Monat stirbt. Und der Dunkle Lord wird ihn als sich Ebenbürtigen kennzeichnen, aber er wird eine Macht besitzen, die der Dunkle Lord nicht kennt. Und der eine muss von der Hand des anderen sterben, denn keiner kann leben, während der andere überlebt. Der eine mit der Macht, den Dunklen Lord zu besiegen, wird geboren werden, wenn der siebte Monat stirbt. Kurz nachdem sie diese Prophezeiung im Juni 1980 gehört hatten, nur wenige Wochen vor der Geburt von Harry Potter, sind die Gründe, warum Voldemort die Familie Potter ins Visier nahm, recht leicht zu erklären. Harry wurde am 31. Juli geboren, gegen Ende des siebten Monats also, was ihn gemäß der Prophezeiung zu einem potenziellen Gegner von Lord Voldemort machte. Die eigentliche Frage ist jedoch, warum er nicht auch hinter den Longbottoms her war. Alice und Frank Longbottom wurden ebenfalls von Voldemort angesprochen, als sie Teenager waren, um den Todessern beizutreten, und auch sie lehnten es ab. Ähnlich wie Lily und James Potter waren auch Alice und Frank Mitglieder des ursprünglichen Orden des Phönix. Aber vor allem, Neville Longbottom wurde am 30. Juli 1980 geboren, nur einen Tag vor Harry Potter. Das bedeutet, dass Professor Trelawneys Prophezeiung durchaus auf Neville Longbottom bezogen sein könnte. Schließlich war Nevilles Kindheit nicht viel besser als die von Harry. Wie Harry war Nevilles Kindheit von Voldemort genauso verdorben. Aber Neville hatte keinerlei Ahnung, wie nah er an Harry Potters Schicksal dran war. Die Prophezeiung hätte sich auf einen von ihnen beziehen können, doch aus seinen eigenen, undurchsichtigen Gründen hatte Voldemort beschlossen zu glauben, dass Harry Potter derjenige war, auf den die Prophezeiung gemünzt war. Wenn Voldemort Neville ausgewählt hätte, wäre Neville derjenige gewesen, der Harry gegenübergesessen hätte und die blitzförmige Narbe und das Gewicht der Prophezeiung getragen hätte. Oder Nevilles Mutter wäre gestorben, um ihn zu retten, genauso wie Lily für Harry gestorben ist. Aber was wäre, wenn sie nicht in der Lage gewesen wäre, sich zwischen ihren Sohn und Voldemort zu stellen? Wäre es dann kein Auserwählter gewesen, ein Lehrerstuhl, auf dem Neville jetzt sitzen würde, und ein narbloser Harry, der von seiner eigenen Mutter zum Abschied geküsst worden wäre, statt der von Rons? Natürlich schien die Prophezeiung immer auf Harry ausgerichtet zu sein, aber wenn man der mächtigste dunkle Zauberer seiner Zeit war, wie Voldemort es war, und man jede potenzielle Bedrohung auslöschen wollte, würde man nicht seine Sorgfaltspflicht erfüllen und beide Familien einfach verfolgen? Klingt zwar ein bisschen brutal, aber eigentlich treffen beide Leute auf die Prophezeiung zu. Es gibt vermutlich verschiedene Erklärungen, die in Betracht gezogen werden können. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass Voldemort ursprünglich geplant hatte, sowohl Neville als auch Harry zu töten, aber zufällig die Potter-Familie zuerst angriff und dabei natürlich auch etwas scheiterte. Vielleicht war Severus Snape so sehr in seine Liebe zu Lily vertieft, dass er bereit war, sie zu retten, aber niemand anderen zu verraten, und darunter fallen natürlich auch die Longbottoms. Snape war ja derjenige, der Voldemort überhaupt erst von der Prophezeiung erzählt hat. Eine zweite Erklärung könnte sein, dass Voldemort etwas von sich selbst in Harry Potter sah und ihn deshalb versehentlich als seinesgleichen bezeichnete. Beide Zauberer sind Halbblüter, während Neville ein Reinblüter ist. Aus irgendeinem Grund dachte der Dunkle Lord vielleicht, dass ein Junge, der wie er zu einem Zauberer heranwachsen könnte, gefährlicher und bedrohlicher wäre als ein Junge aus einer reinblütigen Abstammung. Im Orden des Phönix erklärte Dumbledore, dass er den Jungen ausgewählt habe, den er für die größte Bedrohung hielt, und bemerkte, dass er nicht nach einem Blut suchte, wie es nach seiner Überzeugung die einzige akzeptable Art von Zauberer sei. Stattdessen wählte er einen Halbblut wie sich selbst, da er in ihm Parallelen zu sich selbst sah, bevor er ihn überhaupt kannte.
Indem er Harry mit der Narbe kennzeichnete, tat Voldemort nicht das, was er ursprünglich plante, ihn zu töten, sondern gab ihm stattdessen Kräfte und eine Zukunft, die es ihm ermöglichten, Voldemort nicht einmal, sondern gleich viermal zu besiegen. Etwas, das weder seine Eltern noch den Eltern von Neville jemals gelungen wäre. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Voldemort nicht der Einzige war, der entweder Harry oder Neville hätte verfolgen können. Vielleicht war es ein anderer Zauberer, der diese Entscheidung traf, und zwar Professor Albus Dumbledore. Obwohl es wahr ist, dass Dumbledore der Potter-Familie half, sich zu verstecken, als er erfuhr, dass Voldemort sie ins Visier genommen hatte, man könnte sich aber jedoch fragen, warum er nicht auch daran dachte, die Longbottoms zu schützen. Obwohl Snape nur Lily und ihre Familie als Ziel von Voldemort nannte, kannte Dumbledore die Prophezeiung als der brillante Zauberer, der er nun mal war, und hätte zweifellos auch den Longbottoms irgendwie helfen können, denn sie passten ebenfalls in die Beschreibung des Kindes, das Voldemort angreifen wollen würde. Dennoch half er ihnen nicht, sich zu verstecken, und sie wurden in ihrem eigenen Haus von Todessern bis zum Wahnsinn hin gefoltert. Die Frage bleibt also: Warum wählte Dumbledore Harry und nicht Neville aus, um die Prophezeiung zu erfüllen? Die wahrscheinlichste Antwort ist, dass Neville aus einer langen Liste und Linie von Hexen und Zauberern stammte, während Harry ohne seine Eltern keine lebenden magischen Verwandten hatte und keine andere Form von Unterstützung in der Zaubererwelt. Harry, der als Waise aufwuchs, war wahrscheinlich ein viel einfacherer Schützling, den Dumbledore formen konnte, um den Zauberer heranzubilden, der bereit war, sich zu opfern, um Voldemort zu besiegen. Im Fall von Neville kann ich mir nicht vorstellen, dass seine Großmutter ihn auf die ebenso gefährlichen Missionen geschickt hätte, die Dumbledore mit Harry unternommen hat. Auch wenn das nicht ihre Wahl gewesen wäre, sondern Nevilles, aber trotzdem hätte sie eine schützende Rolle eingenommen. Sie schien besorgt zu sein, während die Dursleys auf der anderen Seite kaum bemerkten, was vor sich ging. Ich denke, die wahrscheinlichste Erklärung dafür, warum Voldemort nicht auch die Longbottoms verfolgte, ist einfach, dass er nie die Gelegenheit dazu hatte. Und das war's auch schon mit diesem Video. Was denkst du darüber? Glaubst du, dass der Dunkle Lord versucht hätte, Neville Longbottom zu töten, wenn sein eigenes Avada Kedavra nicht auf ihn zurückgeprallt wäre? Oder hast du da eine andere Theorie zu? Schreib mir deine Gedanken gerne in die Kommentare unter dem Video. Und wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.